begleitet uns an unserem dritten und letzten Tag hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum dritten und letzten Vlog hier im Januar aus dem Disneyland Paris. Wir stehen jetzt hier wieder bei den Privilege Tickets, um Vickys Ticket zu holen. Ich habe heute übrigens meine teuersten Ohren an, die ich besitze. Und es könnte sein, dass ihr euch selbst seht. Also meine Kamera in den Ohren, weil die schon sehr spiegeln. Wir haben uns bei Starbucks am Bahnhof eingedeckt. Also am Bahnhof gibt es alles Mögliche. Ihr könnt da Sandwiches holen, also auch andere. Ihr müsst jetzt nicht zu Starbucks, weil Starbucks ist natürlich schon relativ teuer. Es gibt Replay, da gibt es Sandwiches, Croissant, Kaffee. Säfte, Getränke, also im Park gibt es ja nur süßes Frühstück und auch relativ teuer und der Kaffee ist jetzt auch nicht der beste. Das heißt, am Bahnhof bekommt ihr alles. Wir haben uns ein Sandwich geholt und hier ein Gingerbread Latte und wie gesagt, hol jetzt Vickys Ticket ab. Dann gehen wir noch unsere Koffer abgeben bei der Gepäckabgabe und dann geht's in den Park. Wir wollen Peter Pan fahren und Dumbo und ja, das ist so der Plan und wir müssen jetzt mal los. Wir sind nämlich jetzt dran. Wir sind so früh im Park, dass die Main Street einfach noch komplett leer ist. Wir haben 20 nach 8, wir haben unser Gepäck abgegeben und sind dann einfach rein an der Seite. Richtig gut, mal jetzt noch ein paar Fotos auf der leeren Main Street. Wir könnten theoretisch Chip und Dale jetzt treffen, weil die Wartezeit null. Also die kommen ja gleich um halb neun. Ja, mega schön. Also, wir sind ein bisschen außer Puste, wir haben jetzt viele Fotos vom leeren Schloss gemacht, also mit der leeren Main Street und sind jetzt die ersten bei Chip und Dale. Ich habe jetzt zwar kein Weihnachtsoutfit an, aber egal, die sind immer cool zu treffen. Danach wollen wir Peter Pan fahren, yes. Dumbo und alles im Fantasyland abklappern. Ich habe sie gerade gefragt, ob sie nochmal Big Thunder Mountain fahren will, sagt sie nee. Nope. Also ihr da draußen, ne, die Big Thunder Mountain mögen, seid jetzt bestimmt sehr enttäuscht. Übrigens, was ich noch sagen wollte, über 50% der Zuschauer, also ihr da draußen, haben noch nicht meinen Kanal abonniert. Also würde ich sagen, drückt mal unten auf Abonnieren und auf die Glocke, damit ihr immer kein Video verpasst. Würde mich sehr freuen. Good morning! Oh. 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 Hi. Can you? Yes. Oh yeah. And then photos. Okay. Yeah. Oh. Hello. How are you this morning? Good. Hello. You're a little bit late. Did you have nuts for breakfast? Hi, Chip and Dale. A lot of nuts. Like my ears? For the 100th anniversary. And you can see, it's a mirror. You're looking great. Right? So let's have some pictures. Yeah? Okay, you see this way first. Also es lohnt sich, auch wenn wir todmüde sind, uns richtig erschöpft, Füße wehtun, es lohnt sich früh aufzustehen, um diese Momente im Park zu haben. Leere Main Street, als erstes bei Chip and Dale, jetzt gehen wir zu Peter Pan. Yes! Und ja, jetzt, also es ist immer noch nicht voll, also ne, also, aber jetzt hätten wir schon ein paar Menschen auf dem Foto. Ist richtig schön. Also früh aufstehen lohnt sich. Peter Pan hat Technical Difficulties, deswegen nehmen wir jetzt erstmal eine Runde Dumbo mit und gucken dann, ob Peter Pan eventuell wieder geöffnet hat.
Also wir haben halt echt Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht und es ist relativ warm. Brauchen wir aktuell gar nicht mal eine Jacke. Wir haben 9.23 Uhr, haben uns jetzt für Mickey hier angestellt. Wir sind ja nicht die Ersten. Aber ja, sollte relativ gut klappen. Um 10 Uhr macht das Haus auf oder heißt Mickey uns willkommen. Haben richtig viel geschafft. Wir haben zweimal Karussell gefahren, einmal Dumbo und haben Chip and Dale getroffen und haben leere Bilder auf der Main Street gemacht. Ich würde sagen, eine gute Rate für 9.24 Uhr. Are you ready? Thank you so much. Hi, Mickey. Thank you. Hi, Mickey. Hello. Hello, good morning. Can you do a video? Yes. This is... Can you do a video? Yes, sure. Thank you so much. You need to... Hi, Mickey. How are you this morning? Can I have a hug? Very good. You like my ears? It's for the 100th University of Disney, you know? It's this year. It's happening. 100 years of Disney. Walt Disney did a great job, right? So, let's have a picture. Another one. Das war schön. Wir haben Mickey getroffen. Und der Boss. Und jetzt sind wir strammen Schrittes auf Mission. Ich habe gerade bei Instagram gesehen, dass es hier das Pandora-Armband und den Charme zum 100. Geburtstag gibt. Limitiert. Und da bin ich jetzt hin, weil ich wollte es mir, also ich hatte eigentlich meine Mutter beauftragt, heute bei mir, wo meine Eltern wohnen, es abzuholen, weil da gab es noch welche. Aber hier kriege ich ja wahrscheinlich noch 20% Rabatt. Deswegen sind wir jetzt auf Mission zum Harrington Strammschrittes. Und wenn ich zeige es euch dann natürlich und wenn ich es bekomme, freue ich mich wie ein kleines Kind. Ich habe bald Geburtstag, man muss sich ja immer selbst beschenken. Da ist die Kollektion. Natürlich habe ich mir das Armband mit Oswald gekauft. Ist nicht günstig, aber ich finde es mega. Gibt auch so eine schöne Box dazu. Ja, richtig schön. Ich habe es getan, da ist es, die Box. Leider gibt es hier nicht diese Sammelbox, die es Pandora Online gab, in Mickey-Form, wo man die neuen Charms da drin lagern kann. Aber ich habe die Charms eh auf dem, im Armband drin. Und jetzt muss ich natürlich auch die anderen 8 Charms kaufen, im Jahr verteilt, damit das Armband natürlich vollständig ist. Mickey ist nicht begeistert. Aber ich zeige es euch gleich. Und dazu gab es ein Echtheitszertifikat. Ja. Das ist das, Moment, ich kann es nicht lesen, es ist auf Französisch, aber ich glaube, ich habe das 1925. Stück von 1000 oder das 585. Stück von 1000, keine Ahnung, aber da steht dasselbe. Also ich weiß es nicht, muss mal mit dem Google-Übersetzer übersetzen, was da drauf steht. Ist leider auf Französisch, aber das gab es dazu. Jetzt zeige ich euch noch das Armband. Da ist das Armband. Da seht ihr Oswald, der trägt einen kleinen Stein. Das ist auch echtes Gold und auch der Verschluss hat echtes Gold mit dem Mickey-Kopf und dem Disney 100. Also wenn ich alle neuen Charms am Ende habe, wird es leider kein günstiges Armband. Da brauche ich auf jeden Fall noch ein Sicherheitsstück. Egal, ich kaufe es mir trotzdem. Mickey ist gerade eben noch mal alleine Hyperspace Mountain gefahren. Ich hatte keine Lust, mich anzustellen. 45 Minuten. Dabei bin ich durch die Shops geschlendert, habe noch ein paar von euch getroffen. Liebe Grüße nochmal. Ich hoffe, ihr hattet gutes Essen im Auberge Cendrillon und habt Belle getroffen, die Lieblingsprinzessin von der kleinen Katharina. Ja, liebe Grüße nochmal an euch. Und ja, ich war jetzt bei Ribbons and Bows. Es gibt in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch ein Merchandise-Video und ich habe mir das gekauft. Vicky war nicht dabei, hat mich nicht zurückgehalten. Ich habe mir was gekauft. Einmal dieses Haarband. Kann ich super im Alltag tragen und es ist schwarz, finde ich mega schön. Hat 11 Euro gekostet. Und es gibt es neu, jetzt gibt es Patches für Jeansjacken und diverse andere Kleidung. Und ich habe mir einfach alle mit Disney in Paris geholt. Hier ist zum Beispiel das Schloss.
oder Phantom Manor. Es gibt auch Tower of Terror und Small World. Ja, ich habe mir natürlich alle geholt, damit ich mir jetzt eine bisschen Parisiensjacke mit Patches machen kann. Ich denke, das packe ich dann auch mal in ein Video. Ja, jetzt gibt es gleich Parade und dann geht's ins Plaza Gardens zum Mittagessen. Hola, qué bueno que pudiste venir. Ich möchte nochmal betonen, wie praktisch diese Sitzkisten sind. Ich verlinke sie euch gerne mal. Gibt bei Amazon 2 Stück für, keine Ahnung, 14, 20 Euro. Und die sind so klein, die kann man dann aufblasen und da kann man sich super hinsetzen. Ne, Vicky? Ist die beste Investition ever. Was denn? Diese Sitzkissen. Absolut. Also, ich habe mal 2 Stück dabei. Kann man sitzen, genau. Es ist nass, der Boden, aber ja, durch die Kissen, genau, sitzt man bequem. Gepolstert, ist nicht kalt. Genau. Also Winter und Sommer, ich finde die best. Also super. Und wie gesagt, man kann die Luft dann rausnehmen, dann sind sie ganz klein und Rucksack verstauen. Und in 2 Sekunden aufgepustet. Und wieder ausgeblasen, also Luft rausgelassen. Also verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Thank you.
Ich habe euch das komplette Buffet jetzt nicht abgefilmt. Ich mache ein Video zum vegetarischen Essen in Disneyland Paris. Da habe ich das Buffet jetzt nochmal abgefilmt. Es gibt genug Plaza Gardens Videos. Aber was Neues ist dieses, ich habe keine Ahnung, sieht aus wie Rösti mit Trüffelkäse. Das hier ist auch neu, so ein Lachsbaguette. Und ansonsten gibt es wieder Chicken. Das schmeckt mir auch immer sehr, sehr gut. Kalb, wie immer. Sieht super aus und ich hoffe, es schmeckt weiterhin sehr gut. Mein erster Teller war wirklich sehr, sehr lecker. Und jetzt gibt es für mich Lachs, der ist auch mal sehr gut. Nochmal ein bisschen Kalbfleisch. Ich mag dieses, was auch immer, das Weizen, Buchweizen, was auch immer es ist. Und hier ein paar Bohnen. Genau. Und aktuell kostet übrigens das Buffet, die Preise wurden ja erhöht, 45 Euro. Ohne Jahreskartenrabatt, aber inklusive einem Getränk. Mit Jahreskartenrabatt haben wir jetzt 38,50 bezahlt. Also was mir besonders gut schmeckt hier, ist der Fisch. Ist auch Daniels Favorit. Ist auch Daniels Favorit mit den, mit den Knoblauchkartoffeln, aber die gibt es aktuell nicht. Da gibt es immer so Knoblauchspalten, Kartoffelspalten mit Knoblauch. Auch mal gut. Aber gibt es aktuell nicht. Also es sind immer diese Suppe, dann kommen sie auch mal für Suppe. Ja. Kürbissuppe und die ist auch super. Haben sie nachgelegt. Die Bohnen sind auch gut. Haben wir so lange gebraucht. Also Essen im Plaza. Entschuldigung. Essen im Plaza Gardens ist zwar ein bisschen teurer, aber es ist trotzdem immer sehr, sehr lecker. Ja. Ja. Mickey shaped. Ich weiß nicht, ob ich schockiert oder erstaunt sein soll, was man nicht alles macht. Geil. Crazy, aber geil. Wir sind jetzt beim Dessert angekommen, bisschen verdaut und für mich gibt es einmal diesen, das ist glaube ich extra so ein Weihnachtskuchen. Das ist hier ist vegan mit Banane, Schokolade und sonst was. Natürlich die 30er Jahre Macarons. Und der allzeit sehr, sehr leckere Mickey Chocolate Cake. Und ein paar Weingummis. Oder wie Brina sagt, Lachgummis. Übrigens. Nein. Brina ist auch dabei. Wir haben uns nicht zerstritten. Doch, wisst ihr noch nicht. Ich sag nicht, dass es Lachgummis sind. Ich habe nur Simone erklärt, dass das dass Lachgummis Lachgummis heißen, weil sie das Gegenteil von Weingummis sind. Okay. Aber Brina ist auch dabei. Ja. Wir haben uns noch nicht zerstritten. Weihnachtsdessert ist crispy. Weihnachtsdessert ist gut? Crispy. Crispy? Very good. Wir sind pappsatt und war sehr, sehr lecker. Also Plaza Gardens kann ich immer empfehlen, auch wenn es jetzt ein bisschen teurer geworden ist mit 45 Euro mit Getränk. Es lohnt sich, wenn es pappsatt und das Dessert, alles ist super lecker. Also, und wir haben nicht reserviert gehabt, das ist auch noch so ein Vorteil bei Plaza Gardens. Es gibt zwei Reihen, ihr könnt euch mit Reservierung anstellen und ohne Reservierung. Und wir hatten halt keine Reservierung, haben uns bei der ohne Reservierung direkt nach Disney Stars and Parade angestellt und wir haben 10 Minuten gewartet und haben direkt einen Tisch bekommen. Also es ist nicht ein Restaurant, wenn ihr keine Reservierung bekommt oder habt und irgendwo was richtig Leckeres, viel essen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall das Plaza Gardens. Wir werden jetzt noch ein, zwei Sachen kaufen und dann gehen wir auch mal rüber in die Studios und fahren alle zusammen Tower of Terror fahren. Wir sind jetzt kurz nochmal in die Studios gegangen, um Tower of Terror zu fahren. Alle zusammen als Gruppe. Eine Gemeinsamkeit, also eine gemeinsame Aktivität nach dem Essen. Wir müssen dann auch demnächst bald fahren. Wir haben jetzt 16:30 Uhr. Unser TGV kommt um 17:51 Uhr. Wir müssen unser Gepäck noch abholen und eine Kleinigkeit aus dem anderen Park zurück. Ja, dann sind die drei Tage schon wieder fast vorbei. Ich freue mich auf mein Bett zu Hause, ich sag's euch. So, wir sind jetzt nochmal Tower gefahren zum dritten Mal für Vicky und wir haben jetzt alle drei durch und welcher von den links, Mitte, rechts ist dein Favorit? Der mittlere, der hat die meisten und krassesten Drops und ich habe geschrien wie am Spieß. Du hast es gespürt am Bein. Ja, ich dachte, mein Bein blutet gleich ja, aus. Ja, aber so ist es halt, egal. Geil. Und jetzt zum Abschluss bin ich noch Avengers gefahren. Assemble Flight Force. Genau, oder so. Und es ist jetzt auch meine... eine meiner Lieblingsachterbahnen, weil der Schuss ins Schwarze, quasi ins All, mega lange dauert und gleich der erste Looping kommt. Aber es hat wieder geruckelt. Ja, es hat geruckelt, aber es ist geil. Ich lieb's. Also, oh Mann, ich lieb einfach Achterbahnen. Und Indiana Jones haben wir jetzt leider nicht mehr geschafft. Schade, nee. Schokolade.
Ja, wirklich schade. Aber beim ja. nächsten Mal dann. Tschüss. Ich sag's euch, Disney ist kein Urlaub. Gepäck abholen, jetzt zum TGV. 5 Minuten vor Abfahrt angekommen. Zieh auch die Ohren aus. Pack sie gut weg, damit dir nichts passiert. Ich zieh jetzt gleich mein Haarband an, was ich eben gekauft habe. Damit ich schon ein bisschen Disney aussehe. Oh, ich freue mich gleich mal ein bisschen zu sitzen, entspannen. Es ist wirklich anstrengend. Also wenn man auch noch pünktlich irgendwo hin muss, weil vorher zum Auto, ja, wir fahren gegen 4 Uhr los und dann sind wir halt vielleicht 10 nach 4 gefahren, da war in Ordnung im Auto. Aber hier muss man sich an Zeiten halten jetzt. Naja, wir wissen auch noch nicht, ob unser Flug pünktlich geht, das gucken wir gleich immer, aber erstmal zum Flughafen kommen. Achso, wir haben den TGV wieder online gebucht über die SNCF-App. 19 Euro pro Person, eine Strecke. Haben uns die Uhrzeit vorher ausgesucht, also man muss sie halt vorher aussuchen, welchen man nimmt. War richtig easy und ja, jetzt fahren wir mit dem 10 Minuten wieder zurück zum Flughafen. Ich bin jetzt mal bei meiner Endstation angekommen. Todmüde, also wirklich hundemüde. Wir haben jetzt kurz nach 10. Ich freue mich jetzt auf mein Bett, meine Couch und eine heiße Dusche. Und ja, das war Tag 3 aus Disneyland Paris. Vicky hat sich jetzt nicht mehr bei euch verabschiedet, aber wir haben uns schon am Flughafen getrennt. Ja, also ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ich kann gerade nichts zeigen, weil ich muss meinen Koffer schieben. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und das nächste Mal bin ich Anfang Februar wieder zurück im Disneyland Paris. Am Wochenende geht es erstmal nach Hamburg und dann nehme ich euch natürlich auch wieder mit. Also bis dann!